Der große Tag naht, das Kindergartenkind kommt bald in die Schule. Lesen und schreiben kann es noch nicht. Müsste es das denn eigentlich schon? Zumindest ein bisschen? Welche Lese- und Schreibkompetenzen ein Kind bei der Einschulung haben sollte und wie du diese Kompetenzen spielerisch fördern kannst, erfährst du jetzt. Die Lese- und Schreibkompetenz ist genau der Bereich, der eigentlich immer die meiste Aufmerksamkeit bekommt, wenn es um Kompetenzen zur Einschulung geht. Aber warum bekommt eigentlich dieser Bereich so viel Aufmerksamkeit? Das liegt daran, dass die sprachliche Entwicklung nun mal einer der Kernpunkte ist, die darüber entscheiden, wie schulfähig ein Kind tatsächlich ist. Eigentlich ist der Name Lese- und Schreibkompetenz aber ein bisschen irreführend. Vor allem, wenn es um Kindergarten oder Vorschule geht. Bei diesen Kompetenzen geht es nämlich gar nicht darum, wie gut ein Kindergartenkind schon lesen und schreiben kann, sondern darum, dass die Kinder beispielsweise einen Wortschatz haben, der ihrem Alter entspricht und dass sie eine deutliche Aussprache haben, dass sie Gegenstände oder Personen beschreiben können, Silben erkennen und mitklatschen, Reime erkennen und Geschichten erzählen können. Manchmal können sie sogar auch schon ihren eigenen Namen schreiben. Wie ihr es schaffen könnt, diese Kompetenzen zu fördern, darum geht es jetzt. Und damit es nicht zu langatmig wird, freut euch auf weniger Theorie, mehr Praxistipps, Übungen, Spiel- und Bastelideen für eure Kinder. Viele der Tipps und Ideen eignen sich aber nicht nur für den Einsatz im Kindergarten, sondern können und dürfen natürlich auch gerne an die Eltern weitergegeben werden, wenn sie ihr Kind zu Hause fördern möchten. Die geballte Theorie und Hintergrundwissen zu Lese- und Schreibkompetenzen habe ich euch natürlich unten in der Infobox verlinkt. Los geht's mit der Lesekompetenz. Dahinter verstecken sich tatsächlich die meisten der Punkte, die ihr eben gesehen habt, nämlich Wortschatz, Aussprache, Dinge und Personen beschreiben, Silben klatschen, Reime erkennen und das Erzählen von Geschichten. Zur Förderung der Lesekompetenz gibt es jede Menge Spielideen, Spielzeuge, Bastelideen und andere Praxisübungen. Und ich stelle euch jetzt ein paar davon vor, die ihr auch ganz leicht bei euch in Kindergarten und Kita umsetzen könnt. Das kennt ihr vielleicht schon, das Kamishibai Erzähltheater. Beim Kamishibai wird mit Bildkarten eine Geschichte erzählt. Entweder ihr erzählt die Geschichte und kommt darüber mit den Kindern in einen Dialog. Da habe ich ein schönes Video für euch zum Thema dialogisches Erzählen mit Bilderbüchern. Das verlinke ich euch natürlich. Das geht dann noch mehr in die Tiefe. Und dabei findet ihr auch ein Praxisbeispiel, damit deutlicher wird, wie das mit dem dialogischen Erzählen denn eigentlich funktioniert. Super ist auch, wenn ihr die Kinder mit den Bildkarten eine Geschichte erzählen lasst. Die Kinder können eine bekannte Geschichte für die anderen Kinder erzählen und dabei auch die Gegenstände oder Personen, die auf den Bildkarten abgebildet sind, beschreiben. Gleichzeitig können sie damit auch eine klare und deutliche Aussprache üben. Wenn ihr passende Bildkarten sucht, dann schaut gerne mal auf betzold.de vorbei, da werdet ihr mit Sicherheit fündig. Eine andere Idee wäre es, gleich ganz eigene Bildkarten für das Kamishibai zu erstellen. Entweder aus einer Bilderbuchgeschichte, die die Kinder mögen, oder sogar von einer ganz eigenen, erfundenen Geschichte. Wenn ihr das Kamishibai-Erzähltheater schon kennt, dann wollt ihr vielleicht auch mal ausprobieren, mit einem Geschichtenwürfel zu arbeiten. Zum Beispiel mit so einem, Tieren oder auch zum Thema Weihnachten. Wir haben einige für euch zum Download. Die könnt ihr euch ausschneiden und dann einfach an den blauen Kanten zusammenkleben. Ihr würfelt mit den Würfeln und die Geschichte entsteht mit jedem Wurf sozusagen. Spannend ist dabei, dass die Geschichte natürlich jedes Mal ein bisschen anders wird, je nachdem, welche Motive gewürfelt werden. Ihr könnt auch mehrere Würfel kombinieren und die Geschichten damit immer komplexer oder auch witziger gestalten und damit die Kreativität und Erzähllust eurer Kinder anregen. Schön zur Förderung des Wortschatzes sind auch unsere Geschichten im Glas. Ihr habt Gläser, die auf den ersten Blick leer sind und wenn man da mit einer Taschenlampe hindurchscheint, erscheinen die Motive. Die gibt es inzwischen in mehr als 20 verschiedenen Varianten für die Jahreszeiten, verschiedene Tiere, Anlaute und vieles mehr zum Download für euch. Wenn die Kärtchen fertig gebastelt sind, sehen die so aus. Und ihr könnt sie super als Sprachanlass im DATS-Unterricht oder auch im Morgenkreis verwenden. Eine andere Möglichkeit, die Lesekompetenz zu fördern, sind solche Audiostifte wie der Telimero. Solche Stifte motivieren Kinder, Bücher und Bilder anzuschauen und herauszufinden, was sich in ihnen verbirgt, und zwar über das, was sie sehen, hinaus. Und sie können beim Lesen lernen helfen. Die Kinder lesen Wörter und erste Sätze und können dann mit dem Stift kontrollieren, ob sie richtig gelesen haben. Dabei nehmen sie auch die korrekte Aussprache mit auf.
Das ist auch sehr wertvoll für Kinder, die die Sprache gerade erst lernen. Wenn ihr den Stift gemeinsam mit euren Kindern benutzt, könnt ihr auch zusammen mit ihnen eigene Aufnahmen erstellen. Die sind dann beim Telemero auf solchen Stickern gespeichert, die ihr zum Beispiel in ein Bilderbuch hineinkleben könnt. Somit können die Kinder dazu beitragen, die Leseerfahrung für sich selbst und auch für andere Kinder noch wertvoller zu machen. Nebenbei wirkt sich die Arbeit mit dem Stift positiv auf den Wortschatz und eine deutliche und klare Aussprache aus. Denn wenn sie undeutlich sprechen, merken die Kinder das beim Abhören der Aufnahme und können sich so selbst korrigieren. Den Telemero mit den Stickern, auch mit vielen schon vorbespielten Stickern mit Tieren, verschiedenen Instrumenten, verlinke ich euch natürlich auch. Wolken entdecken und beschreiben können eure Kinder mit einem selbstgebastelten Wolkenfenster. In ein Stück Pappkarton schneidet ihr ein wolkenförmiges Loch aus. Um das Bestimmen der Wolken dann zu vereinfachen, könnt ihr unsere Vorlage zu den verschiedenen Wolkenarten nutzen. Die Kinder können dann durch das Wolkenfenster schauen, die Wolken am Himmel selbst bestimmen und mit der Vorlage ableiten, wie wahrscheinlich das Wetter werden wird. Schon beim Vorlesen könnt ihr das Erkennen von Reimen und Silben mit euren Kindern üben. Es gibt tolle Bücher und Bildkarten zum Thema. Schön gereimt ist zum Beispiel die Geschichte »Da drüben sitzt ein Osterhas« hier als Bildkartenset. Das ist eine Reimgeschichte zum Zählenlernen. Reimpaare finden können eure Kinder aber auch mit diesem Übungsblatt. Da stellt sich die Frage, welches Wort reimt sich auf Hund, welches auf Kuh? Praktischerweise macht die Kuh ja auch noch ein passendes Geräusch, das sich auch noch reimt. Und mit dieser Vorlage könnt ihr mit den Kindern auch noch Silbenklatschen üben. Wie klar und deutlich Kinder sprechen können, hängt zu einem guten Teil auch von der Mundmotorik ab. Denn je besser die Mundmotorik ist, desto leichter fällt den Kindern es, gut verständlich zu sprechen. Um die Mundmotorik zu fördern, bieten sich beispielsweise Pustespiele an. Beispiele für Pustespiele könnten natürlich das Spielen mit Seifenblasen sein. Eure Kinder können einen Wattebausch durch ein selbstgebasteltes Labyrinth pusten oder sie pusten mit einem Strohhalm einen Farbklecks über ein Blatt Papier. Daraus können dann zum Beispiel Pusteblumen entstehen, ein Feuerwerk oder lustige Frisuren. Oder ihr legt den Kindern ein Taschentuch auf den Mund und sie pusten es nach oben wie einen fliegenden Teppich. Gerade jetzt in der Adventszeit bietet sich auch eine ganz einfache Übung an. Kerzen auspusten. Im Kindergarten ist das ja aus Sicherheitsgründen meist nicht so einfach möglich, aber merkt euch das gerne auch für den privaten Gebrauch. Die Kerzen können durch leichtes Pusten flackern gelassen werden, es wird nur eine bestimmte Kerze ausgeblasen oder aus unterschiedlichen Entfernungen. Ein schönes Pustespiel ist dieses hier. Dabei pusten die Kinder mit einem Strohhalm oder einfach nur mit dem Mund und treiben so die Windräder an. Hier eine Sonne und eine schöne Blume. Die Lippenbeweglichkeit fördert ihr zum Beispiel, wenn die Kinder Salzstangen essen und diese dabei nur mit den Lippen festhalten dürfen. Wer schafft das am schnellsten? Die Kinder könnten auch mit den Lippen Papierschlangen festhalten und damit eine Elefantenherde bilden, die im Takt eines Liedes ihre Köpfe und Rüssel schwingt. Daraus lässt sich dann schön ein ganzes Bewegungslied machen, zum Beispiel zu »Was müssen das für Bäume sein?« Oder die Kinder malen sich die Lippen an und machen damit Abdrücke auf einem Blatt Papier. Wie unterschiedlich können die aussehen? Welche Bilder können die Kinder nur mit ihren Mundabdrücken gestalten? Die Zungenbeweglichkeit schließlich fördert ihr mit Übungen, bei denen die Zunge zum Beispiel herausgestreckt wird oder nach unten, oben oder rundherum im Kreis bewegt wird. Lasst eure Kinder mit der Zunge ihre Zähne putzen oder kleine Streusel oder Rosinen mit der Zunge aufsammeln. Auch Grimassenschneiden fördert die zum Sprechen erforderlichen Muskeln. Ihr könnt also mit euren Kindern das Spiel »Wer lacht zuerst?« spielen. Zwei Kinder sitzen sich gegenüber und schneiden Grimassen, strecken die Zunge heraus und so weiter. Wer als letztes lacht, ist der Sieger. Um das Textverständnis zu verbessern und das Gehörte und Gesehene nach dem Vorlesen besser verarbeiten zu können, bietet sich Basteln besonders gut an. Zum Beispiel könnt ihr die kleine Raupe Nimmersatt nachbasteln. Nebenbei fördert es auch noch die feinmotorischen Kompetenzen und damit kommen wir zum Bereich Schreibkompetenz. Bei der Schreibkompetenz geht es vor allem darum, dass die Kinder an die Schwungbewegungen herangeführt werden, die später zum Schreiben nötig sind. Den eigenen Namen schon vor der Einschulung schreiben zu können, ist natürlich etwas, worauf die Kinder stolz sind. Es ist aber in der Regel kein notwendiges Kriterium dafür, ob ein Kind schulfähig ist oder nicht. Der Fokus in diesem Kompetenzbereich liegt also auf der Graphomotorik und insbesondere der Stifthaltung.
Und die könnt ihr durch bestimmte Motorik- und Schwungübungen und auch durch diverse Fingerspiele gut im Kindergarten fördern. Mit einer Lesemagnetbox kommen die Kinder mit Buchstaben und Zahlen in Kontakt. Sie können sich ausprobieren, Buchstaben suchen und zuordnen und erste eigene Worte legen. Die magnetischen Buchstabentäfelchen eignen sich prima dazu, zu lernen, wie man den eigenen Namen schreibt. Um das Ganze spielerisch zu gestalten, gibt es verschiedene Materialien mit Lückentexten und anderen Übungen, die die Kinder mit den Buchstaben durchführen können. Bei den Wortpiraten zum Beispiel, das sieht so aus, gibt es verschiedene Bilder, jeweils eins auf der Vorderseite, eins auf der Rückseite. Und da können die Kinder zu den Dingen, die abgebildet sind, die entsprechenden Worte legen, haben dann auch unterstützend jeweils entsprechend viele Kästchen, wie Buchstaben benötigt werden. Oder eine andere schöne Idee ist hier Wörter legen und lesen. Und da hat es dann beispielsweise Gegenteile, die gefunden werden müssen, Gegensätze. Oder hier ein Bilderkreuzworträtsel, mein Körper. Und was ganz schön ist hier zum Beispiel, ist, dass die Dinge abgebildet sind und dann aber der richtige Name auch schon da geschrieben steht. Das heißt, selbst wenn die Kinder noch gar nicht schreiben können, können sie trotzdem die passenden Buchstaben suchen, lernen dann auch schon, okay, es gibt große und kleine Buchstaben, finden dann die entsprechenden Buchstaben, sortieren die dann dazu und dann bekommen sie schon ein Verständnis davon, wie das Ganze ausgesprochen wird, Schere, und wie das dann aussieht, wenn man das Wort gelegt hat. Eine gute Methode, um Kinder mit der Schrift vertrauter zu machen, ist auch das Vorlesen. Klingt vielleicht komisch, ist aber so. Gemeint ist damit das ganz klassische Vorlesen. Dabei könnt ihr langsam lesen und dabei den Finger immer mit dem Wort mitlesen lassen. Dadurch verstehen die Kinder nach und nach den Zusammenhang zwischen geschriebenem und gesprochenem Wort. Es ist auch immer gut, wenn die Kinder Blätter und Stifte zur Hand haben, wenn sie selbst versuchen möchten, zu schreiben oder etwas zu malen. Sobald die Kinder anfangen, sich im Schreiben auszuprobieren, solltet ihr aber auch auf die Stifthaltung achten. Schon beim Malen wird die Stifthaltung eingeübt und nach immer weiter verfeinert. Feinmotorische Spiele helfen dabei unterstützend, um ein besseres Gefühl für die eigenen Hände und die Fingerbewegungen zu bekommen. Zum Beispiel Perlen auffädeln, kneten, backen, kleben, schneiden, häkeln oder auch Papier falten. Passend zur Jahreszeit habe ich euch diese Schneeflocken herausgesucht. Die Kinder falten dabei zuerst das Blatt zusammen, malen dann die Form der Schneeflocken auf und schneiden sie dann aus. Je nach Geschick der Kinder werden die Schneeflocken eher einfach oder filigran. Und nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch dieses Spinnennetz von Halloween. Besteht aus Filterpapier und ja, wunderbare kleine Übung für die Kinder, die auch Spaß macht und auch noch hübsch aussieht. Was will man mehr? Ganz wichtig beim Schreiben ist natürlich auch die Schwungbewegung. Und die kann man zum Beispiel mit einer Sandwanne trainieren. So können die Kinder auch mal ohne Stift nur mit den Fingern die Schwungbewegung üben. Irgendwann können sie dann auch einen Stock oder Stift dazu nehmen und damit die Bewegungen im Sand ausprobieren. Ergänzende Schwungübungen, die Kinder mit den Fingern oder einem Stift nachfahren können, habe ich euch verlinkt. Mal etwas Buntes, und zwar zum Thema Zirkus. So, ich hoffe, wir konnten euch wieder ein paar gute Ideen liefern, die ihr zusammen mit euren Kindern umsetzen könnt. Schaut unbedingt auch unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr diesmal richtig viele Videos, Blogartikel, Downloads, Produkte und so weiter verlinkt. Unter anderem auch ein Video, das euch einen Überblick über die Kompetenzen gibt, die zur Einschulung nötig und sinnvoll sind. Unter anderem auch mit einer Checkliste. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat, aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine Betzold TV-Folgen mehr. Ich bin Silke, bleibt gesund, bleibt fröhlich und bis bald!